Hi Leute, hier ist Shop Move von VR. Mein Name ist Mut Hansen, ich bin wieder da. Und diese Musik geht mir super auf den Keks. Hi. So, ich habe zu meiner großen Überraschung dann doch ein Key von Dick Wild bekommen, oder für Dick Wild. Aber, ja nix aber, Quatsch. Ja, und das gucke ich mir jetzt gerade an. Ich wollte erstmal im Singleplayer-Modus starten und auch erstmal mit den Move-Controllern, weil mir tatsächlich Dick Wild 1 mit den Move-Controllern viel mehr Spaß gemacht hat. Es unterstützt zwar den Aim-Controller, aber mit den Move-Controllern konnte ich mir aussuchen, auf der einen Hand ein Schild zu haben, und bei den ganzen Gegnern, die einen irgendwie anspuckten etc., fand ich das viel besser. Ich muss allerdings feststellen, dass meine Move-Controller sich hier in Dick Wild 2 momentan gerade komisch anfühlen. Das Game ist ja jetzt seit 2 Tagen draußen, seit Dienstag, kostet 19,99 € beziehungsweise für Plusmitglieder 17,99 €. Und der Nachfolger von Dick Wild 1. Dick Wild 1 war ein klassischer Wave-Shooter, ein Gallery-Wave-Shooter. Ja, ihr saßt an einem See und alles mögliche Getier überfiel euch. Und es tut mir wirklich leid, ich muss die Musik ganz ausschalten. Ich halte es nie aus. Ich gehe mir sowas von auf den Keks. Ich schalte mal alles andere ein bisschen lauter wieder. Das Ding macht eigentlich einen sehr schönen Eindruck. Das war auch wie jetzt hier in so einem eher Comic-Look, aber schön gemacht. Tatsächlich auch hier technisch auf meiner PlayStation Pro scheint alles cool zu sein. So ein bisschen gejittert sieht man am Horizont, aber alles, was hier konkret um mich herum steht, sieht eigentlich okay aus. Ja, kann man machen. Da sitzt Dick Wild selber, erschießen wir immer. Ich habe allerdings gerade so ein bisschen komisches Gefühl in den Move-Controllern. Ich weiß nicht, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber wenn ich hier einen schnellen Schwenk mache, dann ziehen die so ganz langsam nach. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Zack. Ja, die also die haben so ein leichtes Delay, die Dinger. Das ist super ungewöhnlich. Aber wir gucken mal. So, hier haben wir die Settings für Input. Das sind ja die Dinger. Tatsächlich kann man, ich halte die Move-Kontrolle jetzt gerade nach vorne und stelle jetzt mal den Winkel ein. Das bedeutet, ihr könnt vielleicht, falls ihr noch von der PlayStation 3 so Waffenaufsätze habt, könnt ihr die benutzen, weil ihr im Prinzip in der Lage seid, die Move-Controller auch senkrecht zu spielen. Das sollte funktionieren. Ich stelle es mir jetzt auf 40 Grad, das heißt, jetzt ist meine Hand ungefähr da, wo der Griff ist. Ja, das fühlt sich jetzt, glaube ich, okay an, oder lieber 35. Ja. Aber wie gesagt, dass sie irgendwie so ein bisschen nachziehen, fühlt sich gerade ganz eigenartig an für mich. So. Quiet Delay. Vielleicht ist es das? Ich weiß es nicht. Ist es, was das bedeutet? Weiß ich nicht. Ich stelle das mal ganz hoch. 10 Sekunden. Ja, ich glaube, das steuert hier dieses merkwürdige Nachziehen. Ich weiß leider nicht, wofür das gut sein könnte. Das sehe ich zum ersten Mal. Aber vielleicht auch nicht. Sehe ich zum ersten Mal in einem Spiel, dass das irgendwie eine Waffe so quasi wie an einem Gummiband meiner Bewegung folgt. Bisschen eigentümlich. Alright, und ich will heute auch nur den Singleplayer ausprobieren. Das ergibt keine Geräusche und auch kein Force-Feedback, was ich hier gerade mache. Also Würstchen schießen offensichtlich. Ich weiß, beim alten Spiel konnte man sich Waffen auswählen. Ich fange natürlich ganz vorne an. Und gerade habe ich keine Wahl zwischen irgendwelchen Waffen. Schauen wir mal. Okay. Welcome to the deep south, where sushi is still called bait. Down here, this old river used to be a prime fishing location, but something gone all wrong. The forest beavers are acting up, and I'ma need some help cleaning up this here river. Now let's lock and load. Okay, jetzt habe ich so einen kleinen Colt mit Laseraufsatz. Und tatsächlich hat sich Dick Wild 2 jetzt in so eine Art Rail-Shooter verwandelt. Ne? Wir stehen immer noch an der Stelle. Und immer noch greift uns alles Viehzeug an, aber wir fahren durch. Achso, okay, hier sind die Sachen, die man sich dann freispielen kann.
Was nämlich auch der erste Teil schon hatte, war total witzige Waffen. Und das hat wirklich Spaß gemacht, die alle auszuprobieren. Ich schieße jetzt mal hier einfach auf alles, was ich sehe. Vielleicht ist es auch... hier ist es gerade sehr, sehr hell in meinem Zimmer. Das ist ja auch nichts, was die Move-Controller bzw. das Tracking der PlayStation so gerne mag. Den muss ich abschießen. Oh, da spuckt schon wieder einer. Und wie gesagt, ich werde in der nächsten Runde auf jeden Fall dann natürlich auch mal den Aim-Controller testen. Ich werde auch... Kann ich da was machen? Nee. Yeah. Ich werde auch den Multiplayer testen, das interessiert mich sehr. Ich habe von den Jungs aus dem Discord gehört, dass der beim ersten Anlauf noch ein bisschen buggy war. Ja? Aber es gab mittlerweile auch schon ein Update. Und das ist ja eigentlich immer so, ne, dass sie sowas dann schnell reparieren. Was? Oh. Weapons and Hardware. Okay, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo... Ha? Huh? Alles klar. Wo ich mir Sachen kaufen kann. Neues Leben oder Second Power-Up Time. In meiner linken Jackentasche. Ich dachte aber, ich leg das hin. Innen, ne? Innen. So. A Trusty Old Revolver. Ich kann mir scheinbar irgendwie noch gar nichts kaufen, ja? Oder? Wo ist denn mein Geld? Ach, da oben. 600. Okay, doch. Ich kann mir... Ich kaufe mir... Auf der einen Hand habe ich jetzt eine... So eine Art Uzi. Ich muss sagen, ich fand die Waffen das letzte Mal witziger. Die wirken noch viel selbstgebastelter. Jetzt sind es ja fast richtige Waffen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich links oder rechts gehen möchte. Wir machen mal links. Okay, das entscheide ich offensichtlich während des Spiels. Und jetzt weiß ich auch nicht. Achso, nee, hier oben. Oh Gott. Ah. Ah, sehr geil. Aber wie gesagt, ne, irgendwie schwimmt das hier so ein bisschen. Vielleicht... Liegt es aber wirklich an der Helligkeit? Ich mache ja im Sommer, hänge ich mir immer eine Decke vors Fenster. Aber jetzt hier im Winter muss ich das normalerweise gar nicht. Kleiner Scheiße. Tschüss. Ersten Teil noch recht gemächlich, ja? Der war von Anfang an ziemlich schwer, muss ich echt mal sagen. Und aber ihr seht es, ne? Auch wenn es jetzt on Rails ist, es ist halt ein Wave-Shooter. Also ich schieße einfach alles ab, was hier passiert. So. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ob einem sowas irgendwie im Jahre 2, ne, eigentlich ist ja schon das Jahr 3 nach VR, während VR, scheiße, ich hab den Schlüssel nicht abgesammelt. Jetzt wird es aber tatsächlich schon ein bisschen hektischer hier. Und das Geschwimme meines Moves nervt. Ja, ich hab das Gefühl, das wäre alles ein bisschen indirekt. Ich werde es nochmal bei anderem Licht versuchen. Ich hoffe, das verbessert sich. Genau, wir sind im Jahr 3 von VR und jeder von uns, glaube ich, hat mittlerweile 2 Dutzend Wave-Shooter gespielt. Ich hole mir mal eine Shotgun auf die linke Hand. Mal gucken, ob es besser wird. Wie gesagt, es wurde eben schon ein bisschen hektisch, fand ich. Nachladen muss man scheinbar nicht. Oh.
Aber am Ende des Tages fürchte ich, meine Vape-Shooter, meine hektischen Multitasking-Vape-Shooter-Zeiten sind irgendwie vorbei. Ja? Okay. Man muss natürlich auch darauf achten, dass man, wenn man zum Beispiel so ein Fass abschießt, dann explodiert alles drumherum. Zack, zack. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Ganze hier im Koop-Modus dann noch eine neue witzige Komponente bekommt. Ne? Also ich muss ehrlich gestehen, das hier würde mich jetzt nicht mehr in den Ofen vorlocken. Da bin ich schon ein bisschen zu verwöhnt mittlerweile. Aber auch zu Recht, ne? Ich meine. Kommen wir wieder an einen Punkt. Tada. Na Dick, hast du was zu sagen? So, Crit Booster. Power Soda. Ich sehe leider auch meine. Ach da. Mein Max Health. Ich habe 150. Ich nehme mal Plastic Bumper. Genau. Increaser. Ich nehme auch das her. Wofür auch immer es gut ist. Passt schon. Und ein bisschen Health. Und los geht's. Und ich fahre einfach mehr links. Ich meine, ohne Scheiß, wenn ich jetzt rechts fahre, was wird passieren? Sachen dümpeln im Fluss und ich muss sie abschießen. Also, come on, Leute. Ist ja ganz süß mit dieser Zollentscheidungsfähigkeit, aber I don't know. Es geht langsam voran. Ihr könnt euch zwar hier umgucken, aber die Action findet natürlich vorne statt. Wobei, momentan irgendwie nicht so. Okay. Die Gegner bleiben aber nach wie vor witzig, wenn sie eigentlich immer irgendwie versuchen würden anzuspringen. Das mag ich nicht. Beziehungsweise dieses Gespucke. Es ist vielleicht aber auch eine sehr persönliche Sache, ne? Ich finde es nicht gut in VR, wenn Sachen mir ins Gesicht fliegen und Alter, gib doch mal auf. Ja. Der goldene Fisch. Ich weiß leider nicht, wofür der Schlüssel ist. Schieß ihn ab. Hab ich ihn abgeschossen? Ich hab's nicht mitbekommen. Ey, jetzt wird's aber hier. Man kann natürlich auch. Oh, Game Over. Na, ist ja toll. Jetzt Mist nochmal spielen hier. Wie jetzt? Aber nicht von Anfang an, oder? South, where sushi is still called bait. Down here, this old river used to be a prime fishing. Mach keinen Scheiß. But something gone all wrong. The forest beavers are acting up, and I'm gonna need some help cleaning. Muss ich jetzt wirklich ganz von vorne anfangen? Ich glaube ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist gemein. Das habe ich natürlich nicht geahnt. Ne? Man hat ja immer keine zusätzlichen Leben oder so, sondern kämpft sich komplett durch. Wobei, das war ja eigentlich ja schon letztes Mal so. Ne? Ja, klassischer Vape-Shooter, einfach so lange durchhalten, bis man nicht mehr kann. Ich habe nur irgendwie jetzt gar nicht damit gerechnet. Hätte ich mir ja mehr Mühe gegeben, ne? Aber hier in dem Tempo komme ich auch besser klar. Ne? Kiste, schießen, Fisch. Schießen. Oh Gott, ich komme nicht klar. Wie bin ich denn so schlecht? Punkte. Achso, es gibt nicht nur Punkte, sondern Dollar. Und Dollar brauche ich für fettere Waffen. Ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, diese hässlichen Frösche zuallererst abzuschießen. Die spucken nämlich Zeug auf ein. Und wenn das erstmal fliegt, dann muss man auch das wieder abschießen. Tatsächlich, ey. Ich
wurde zurückgesetzt. Es tut mir leid. Sehr peinlich. So. Dafür mag ich die Musik mittlerweile, wenn sie leise ist. Und ich kann da 3 Schlüssel einsammeln, ja? Ich möchte wissen, wofür die sind. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, arbeitet das Team, Bollwerk heißen die, also ich glaube, die sind dänisch oder schwedisch, Bollwerk oder so geschrieben, arbeiten auch an einem größeren, interessanteren Spiel. Eigentlich könnten sie neben jedem Frosch ein Fass hinlegen, ja, dass der schön explodiert. Diese fiesen Monster. Er hat immer noch gelebt. Da, der Fisch. Und der Schlüssel, was ist mit dem Schlüssel? Was mache ich mit dem Schlüssel? Schieße ich den ab? Nee, ich bekomme den automatisch, glaube ich, wenn ich den Fisch abgeschossen habe. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber wo? Ich muss doch keine 3 Fische. Das ist doch Quatsch. Oh, Alter, ey. Das ist aber schon wieder ganz schön zur Sache. Und ich glaube nämlich, der Trick ist auch, sich jetzt hier an den Checkpoints langsam hochzuleveln. Ne? Ich habe jetzt hier unten 70 Hertz. Das ist wie bei Zelda. Ja, laber mal. So, und das bedeutet, ein wesentlicher Schritt ist, sich hier wieder aufzuleveln. Zack. Und nicht nur das Geld in die Waffen zu stecken. So, mächtige Waffen sind auch gut, haben wir gelernt. Tatsächlich, die Shotgun hat sehr viel Impact, aber... Ich level mich mal lieber da hoch. Mit der Weste, dann habe ich jetzt nämlich 10 Punkte mehr HP, kann also langsamer sterben. Und das hier verstehe ich noch nicht. Plastic Bumper, 20% Raw Raft Damage from Colliding Debris. Komisch, also wenn ich Sachen einsammle, oder ich kann ja nur Sachen erschießen, dann bekomme ich weniger Damage. Ist das korrekt? Ich weiß es nicht. Ich nehme diese ganzen Booster mal mit. Naja, nicht alle offensichtlich. Danke. So, und jetzt wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen hektischer. Sehr schön. Der... Der strategische Punkt hier ist nämlich tatsächlich die Explosion rechtzeitig auszulösen. Gar nicht mehr auf die Frösche, sondern nur noch auf die roten Fässer daneben. Jetzt zum Beispiel. Ah, das ist ein einzelner Frosch. Sei doch kein Frosch. Hahaha. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Das war gar nicht krass. Das hier erschließt sich mir jetzt nicht so richtig. Es ist halt die Frage, ne? Wir hatten ja letztens dieses Wild-West-Shooter-Ding, jetzt Dick Wild. Das grundsätzliche Gameplay ist halt immer sehr, sehr ähnlich, ne? Das ist dann die Frage, in welcher Umgebung man sich am wohlsten fühlt. Hier ist zumindest, und das war auch schon beim ersten Teil so, technisch und gestalterisch alles fein, ja? Das haben sie gut gemacht, das macht alles Spaß. So, ich habe kein Leben verloren, weil ich einfach der Supertyp bin und kaufe mir deswegen jetzt die geile Shotgun.
Den anderen Kram muss ich... der wird wahrscheinlich im Verlauf des Spiels freigeschaltet. Und ich würde gerne... Ich habe ja 110 HP, ne? Also mein Herz ist voll, da muss ich nichts ausgeben. Puh, ich nehme mal hier das Plastik-Bumper-Add-on. Und natürlich den... Aber wisst ihr was? Wir gehen mal nach rechts. Was soll's? Einfach mal verrückt sein, ne? Einfach mal was anderes machen. Damn. Howdy, Partner. Oh Gott. Schlechter Versuch. So, ich bin echt gespannt, wie sich das im Koop spielt. Das könnte witzig sein, ja? Also vor allen Dingen auch von der strategischen Elemente. Wenn man sagt, ey, pass mal auf, ich kümmere mich um alles, was in der Luft ist. Ich nehme mir irgendwie ein präziseres Gewehr und du nimm dir mal hier eine krasse Wumme und schieß alles ab, was uns direkt anspringt oder so. Oh, Biber. Biber, die Schweine. Scheiße. Man kann übrigens bei Bibern auch ausweichen, ja? Das ist eine Komponente, die habe ich auch noch gar nicht verraten, ne? Man muss nicht alles abschießen, sondern bei diesen Spuckgeschichten kann man natürlich auch sagen, ey, ohne mich, Brüder. Guckt euch das mal an hier. Rechts zu fahren war die richtige Entscheidung, muss ich sagen. Ah! Fuck, 5% Leben verloren. Und ihr wisst, Leben ist wichtig. Vor allen Dingen jetzt ist hier der Moment, wo da hinten wieder so eine komische Zielflagge ist. Die habe ich beim ersten Mal ja schlicht nicht erreicht. Oh nein, Vögel! Ja, Arschlöcher! Ah ja. Der goldene Schlüssel! Ja. Aber kann es sein, dass der rechte hier auch leichter ist? Erinnert ihr, bei dem anderen Level hatte ich mehr von diesen widerlichen Spuckkugelfischen? Und hier geht's jetzt eigentlich. Ganz lässig, ins Ziel. Yeah. You're done. Did it. Level complete. So, ich war vorhin auch ganz kurz, den Level zu completen. Na, schön, Schrank auch. Und weswegen ich eigentlich mit den Moves gespielt habe, weil im ersten Teil hatte man ein Schutzschild zur Auswahl. Das hat ja nicht funktioniert, ja. Bisher wurde mir kein Schutzschild angeboten. Nur ein Cowboy-Hut? Na gut. Ist wahrscheinlich witzig für Multiplayer, ja. Man kann sich verkleiden. Und da sind wir wieder. Alter Falter, ich habe 2 von 4. Achso, ich muss natürlich alle Strecken abfahren, um alle Schlüssel zu finden, ne? Naja, na gut. Solomon Creek. Shotgun Trial. Aha. Ich guck mal ganz kurz auf den Wecker, wie viel Zeit ich noch habe. Ich muss nämlich gleich weglaufen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, Leute, so schaut's aus. Das ist Dick Wild in seiner zweiten Inkarnation. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen geduldig bleiben. Settings, Sound, Weapon Angle, was Haptics und Quiet Delay ist, Quit Delay, weiß ich immer noch nicht, Quit Delay, verlassen, ich weiß es nicht, Leute, ich kenne die Wörter beide, aber im Zusammenhang macht das für mich leider gerade keinen Sinn, bin zu blöd. So, und scheinbar gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unterschiedliche Locations, falls es das überhaupt ist. Die Symbole wiederholen sich immer, aber sie heißen ja alle anderen, ne? Wir waren eben im Cool Breeze Brook, dann gibt es noch den Mellowstone Dig, Placid Ditch, Solomon Creek. Und Shotgun Trial. Wisst ihr was, ich gehe mal jetzt in den Shotgun Trial. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich will ihn gar nicht durchspielen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, inwieweit sich jetzt die Location mal ändert. Die Antwort ist... Achso, das ist dieselbe Location. Aber andere Waffen. Komische Entscheidung. Na komm. Bam. 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 Okay.
Ha, komisch. Irgendwas mache ich falsch. Weil ich gerade versuche, tatsächlich. Alter. Nee, geht kaputt. Das hat die Fische gar nicht interessiert, ey. Die Shotguns haben übrigens so eine leichte Nachladezeit, deswegen treffe ich Sachen nicht. Okay, aber... Nein. Vogelshit. Na komm. Wow. Also mir wird es immer sehr schnell zu hektisch bei der Gold. Und vor allen Dingen, ich drücke gerade alle Knöpfe, um wieder ins Menü zu kommen. Ich habe ja gesagt, ich will hier nur kurz reingucken. Ah, ja. Game Over ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich wollte mir einfach noch einen zweiten Level angucken. Ich drücke jetzt kurz mal alle Knöpfe hier. Passiert nichts. Also im Prinzip funktioniert nur der Trigger. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt einfach immer dieselbe Strecke mit derselben Grafik ist. Kann nicht sein, ne? Ach nee, ah, guckt euch das an. Idiot. Hier, das ist Welt 1. Welt 1 kann man offensichtlich mehrmals durchfahren und Schlüssel sammeln und hast du nicht gesehen. Und verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und dann gibt's Welt 2. Die kann ich nur noch nicht betreten, weil ich Welt 1 noch nicht genügend erledigt habe. Okay, okay. Alles klar, ich nehme alles zurück. Ich bin Trottel. Ihr seht es. Start Money. Bom, bom. Total Keys 2. World 2. World 3. Da hört es dann aber auf, oder was? Okay, die scheint ein bisschen, das habe ich auch schon in Videos gesehen, ein bisschen urbaner zu sein. Da dümpeln wir offensichtlich einen Kanal lang. Das hier kann ich gar nicht einsortieren. Was soll denn das sein? Hä? Lava? I don't know. So, okay, das heißt, wir werden uns hier erstmal eine Weile vergnügen und Schlüssel einsammeln, bis wir die nächste Welt freigeschaltet bekommen. Ist dann wohl so, ne? Oh, ist das eigentümlich. Ich weiß auch nicht, wenn wir jetzt wieder ins Spiel kommen, ob ich dann meine bereits freigeschalteten Waffen... Ah, okay. This mine used to be run by my brother, Uncle Jim Bob. Ain't nobody heard from him in a while. Can you go check what's going on down here? I don't like the noises. Alles klar. Jim Bob took too deep. Ich verstehe. Okay, was wir machen können mit dem Geld, das wir bereits haben, können wir uns jetzt... Ah, ah, Moment. 5 Minuten habe ich noch. Ich erhöhe schon mal meine Health. Und meine Waffen, die ich bereits gekauft habe, sind weg. Aber wir sind jetzt in der Mine. Dum, 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 dum. Das heißt, in den Welten gibt es auf jeden Fall auch Varianzen. Das ist doch nett. Ne? Ich dachte jetzt, wir fahren die ganze Zeit denselben Fluss lang. Und kriegen nur unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder sowas. Aber... Was? Oh, shit. Ich hätte die Barrikade wegschießen müssen. Was ist das denn? War das ein Maulwurf? Das war ein Maulwurf. Mistkerl. Ah, verfluchte Piranhas. Und es gibt natürlich... Was sind das für Dinger? Ah, oh Gott, Fliegenaugen! Was ist das denn bitte? Sollen das Glühwürmchen sein? Diese Entwickler. Ah, verrückt. So, die Maulwürfe können ordentlich was vertragen. Ich baller mal hier einfach schrill um mich. Am effizientesten ist es, habe ich gemerkt, wenn man mit beiden Schüssen auf einen Fisch zieht, dann ist der am schnellsten tot. Come in. We're open. Das ist lustig. Hier höre ich Musik, aber steht gar kein Radio da. Okay, okay, ihr habt es gesehen. Ich muss ein bisschen Health kaufen. Und... Jetzt ist guter Rat teuer. Nämlich die Uzi mal wieder. Ja.
Und wir wollen natürlich... Rechts, haben wir gelernt, ist besser. Tschüss. Ja, also mein momentanes Fazit, ihr seht es jetzt, das ist meine First Impression. Es macht im Prinzip alles richtig. Ne? Es ist wirklich ein technisch solider, witziger Shooter mit einem schönen Progression-System. Alter, was reitet der gerade? Auf eine Bombe oder was? Ah. Was ist denn da? Gar nicht mehr schießen. Die sind ganz schön hartnäckig, die Hamster auf einem schwimmenden Bohrer. Guck dir das mal an. Vor allem beschädigen die mein Boot hier. Mistkerle. Ich kann auch die ganze Lore... Was war das denn? Der goldene Hamster. Habt ihr gesehen? Wenn ich die ganze Lore erschieße, kriege ich noch Zusatzpunkte, glaube ich. Oder der Hamster stirbt einfach nur... Ach, jetzt sage ich Hamster. Der Maulwurf, Entschuldigung. Ja, botanisch auch korrekt bleiben, ne? Aber für diese kleinen Ideen mag ich halt Dick White, ne? Das ist ganz witzig. Es ist ein Bergwerk und natürlich fahren hier Maulwürfe in Bergwerkslohren rum. Und wieder können wir uns Sachen kaufen. So, gucken wir mal. Ich bin auch shit. Ich bin auf 50 runter. Ich muss hier dringend nachrüsten. Und das bedeutet aber... So, 90 habe ich. Das wird heute nichts mit dem Waffen kaufen, oder? Ich habe aber eh wieder nicht mehr als die Shotgun. Und die nehme ich jetzt auch. Und wir nehmen rechts. Rechts ist gut. Oh Gott. Was ist das denn? Gesehen? Wie so eine fiese Schlange. Die sehen ja unheimlich aus. Ah! Ich bin hier schon wieder überfordert, ey. Alle springenden Gegner, die mir zu nahe kommen. Wollte ich mit der Shotgun erledigen, wollte ich gerade sagen. Aber... Oh Gott. Gar nicht einfach, ey. Wie gesagt, der erste Teil, der war auch schon ganz schön heavy, ey. Ich glaube, wenn man es geschickt anstellt, kriegt man es aber auch hin, dass... Goldener Fisch. Dass man die Explosion zum richtigen Zeitpunkt zündet, dann reißen die ein paar Gegner gleich mit in den... Oh nein! Quallen! Was machen die denn bitte? Ich kümmere mich einfach um den Hamster. Ach nein, die haben so, Felder. Schutzfelder. Oh Gott! Ich fasse ja alles nicht. Eine Qualle ist kaputt. Maulkollege. Wie gesagt, die Qualle muss eigentlich aufpassen, die zum richtigen Zeitpunkt töten. Sonst ist es zu spät. Ich halte immer mal ein bisschen drauf. Und man vergisst echt, dass man auch das Floß schützen muss, ja? Das, hier ist einfach Müll, der dümpelt und der beschädigt unser Floß. Wow. Heftiger Tabak, Leute. So, ich bin runter auf 30. Das heißt, ich muss jetzt definitiv... Zack, zack. Weste habe ich mir gekauft.
Jetzt sind wir noch 400. Jetzt bin ich wieder auf 100 und hier ist noch nichts unlocked. Also großartige Waffen kann ich eh nicht kaufen. Dann kaufe ich mal so ein Schutzboot. Ja. So, ne. Weißt du, selber erzähle ich es. Man muss die Fässer zur richtigen Zeit zünden und achte in der Praxis dann aber gar nicht drauf. Wenn ich jetzt. Das war gut. Ich habe ein ganz gruseliges Geräusch gehört, als wenn hinter mir jemand irgendwie was gemacht hätte. Dafür bin ich mittlerweile richtig gut in Schlüssel bekommen. Blöder Arsch. Okay. 1, 2, 3, 4. Yeah. Sogar einfache Logikrätsel. Kann ich bewältigen. Leute, ich glaube, wir haben den Level geschafft. Damn. Letzter Piranha. Ne, vorletzter. Damn. Puh. Okay, also ich bin tatsächlich wieder meiner eigenen Erwartungen. Ein bisschen angezeckt, ja. Es macht dann schon Spaß, so, wenn man denkt, so, ah, komm, ey, dich schaffe ich, du Level, du. Schönes Ding. Doch, kann man nicht meckern. Die gute Frage ist jetzt allerdings, wir haben ja mittlerweile ein ganz anständiges Preisgefüge im Store, ne? Also die bisschen komplexeren Spiele kosten mittlerweile nicht mehr 70 Euro, sondern irgendwie 30 oder so. Dick Wild hier ist eigentlich vom Gameplay ein arcadiger, einfacher Titel, der allerdings das, was er macht, gut und komplex macht. Ja, das ist nice. Und der kostet 20 respektive 18 Euro. So, ich finde, das ist ein angemessener Preis. Aber die Frage ist, braucht man jetzt den hier, wenn man den ersten Teil schon hatte? Ich würde sagen, nee. Es sei denn, man will mit einem Kumpel zusammenspielen. Und das ist wirklich, Leute, immer ein krasser Mehrwert. Ja? Also Multiplayer, Koop ist immer saucool. In VR noch eine andere Person zu sehen, ist irgendwie super witzig. Und man kann rumblödeln und Sachen machen. Also von mir kriegt Dick White eine Empfehlung. Es ist ein schönes Ding. Ja, kriegt er. Bis dahin, ich bin raus. Mut Hansen, habt Spaß. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ihr wisst, was ihr machen müsst, ne? Ich erwähne es diesmal nicht. Ciao, ciao.